Okay, reden wir. Über dem Kilian seine Flaute. Was? Er ist absolut unkreativ momentan. Ja, die hohe Hitze macht mich kaputt. Ey. Eigentlich hat er immer kreative Ideen, was wir jetzt noch filmen und was wir erzählen können. Aber da ist entweder Zeiss oder wir haben zu viel Mojito getrunken, um tolle Ideen zu haben. Da hat man nur noch blöde Ideen. Bla bla bla. Tom, ich hoffe, es bleibt trotzdem spannend. Hier in Kuba. Kommt mit uns mit. So, heute haben wir leider kein Gaul oder Esel zur Hand, darum nutzen wir ein anderes Fortbewegungsmittel, das hier in Trinidad sehr oft genutzt wird, und zwar das Velo, und fahren drauf los. Es wird alles gesagt. Los geht's! Oh, jetzt hat man euch fast vergessen. Los geht's zum Strand. Okay, Fazit nach 5 Minuten Velofahren. Wir schwitzen unglaublich, unser T-Shirt ist glaube ich durchgenässt. Die Polizei hat uns einmal angehalten, wie wir durch die Einbahnstrasse gefahren sind. Und ein Local hat uns zusammengeschissen, wie wir durch den Park gefahren sind mit dem Velo. Ich glaube, die sind da mit Verkehrsregeln in Kuba noch günstiger als in der Schweiz. Velofahren in Kuba ist etwa so eine gleich gute Idee wie in die finnische Sauna gehen. Es ist genauso stickig und heiß. Und zudem, anstatt dass der dicke Finn kommt und einen Aufguss reinlehrt, fährt hier ein stinkender Lastwagen vorbei und nebelt durch eine Ladung Abgas ins Gesicht. So sieht es aus. Ansonsten, mit Strand in Sicht, sind wir motiviert für die letzten paar Kilometer. Ich kann es ihnen ja nicht allzu übel nehmen, aber jeder von ihnen will Geld von uns. Sei das, wenn wir das Velo parkieren oder einen Schritt auf den Strand machen oder einen Sonnenschirm wollen. Für alles kann man hier irgendetwas zahlen. Aber ich habe meine Keimwaffe, die Loredana. Mit dem Italienisch kostet nämlich alles weniger oder teilweise sogar nichts. Also wenn ihr Italienisch könnt oder Spanisch, was eigentlich sowieso, kommt ihr sehr viel günstiger durch Kuba. Er hat jetzt gerade gemeint, wir müssen nichts zahlen, wenn wir Italiener sind, fürs Parking. Irgendwie mega witzig, ich musste nicht mal lange verhandeln. Er hat auch gefunden, ah ja, wenn wir Italiener sind. Ich habe einfach auf Italienisch gesagt, dass ich nichts zahlen will. Und dann hat er gesagt, ah ja, als Italiener müssen wir nichts zahlen. Mega witzig. Wie gross auch euer Nationalstolz als Schweizer ist, sagen in Kuba besser nicht, dass sie Schweizer sind. Eine gefühlte Tour de France-Etappe später, obwohl es nur knapp 10 Kilometer waren, sind wir endlich angekommen am Strand. Und das überzeugt uns voll und ganz. Also wir sind jetzt 1,5 Stunden am Strand gefahren. Auf einem, naja, nicht so schönen Weg. Jetzt sind wir knapp 20 Minuten da. Und jetzt ist uns langweilig. Irgendwie haben wir uns einfach nicht auf Strandferien und Entspannen eingestellt. Darum fahren wir jetzt alles wieder zurück in die Stadt und zeigen euch die. Wir sind wieder zurück. Wir haben es geschafft. Also wir hatten schon ein paar grandiose Ideen gehabt, wie zum Beispiel die grosse Weltreise machen. Aber diese Idee, bei gefühlten 35 Grad Velofahren in Kuba, kommt definitiv auf die Liste blöde Ideen. Ich glaube, so fühlt sich so ein richtiger Montag an. So richtig, so nach einem perfekten Samstag und Sonntag gibt es bei uns auch teilweise einen gefühlten Montag. Das ist gesehen Velofahren von Trinidad in Kuba. So, frisch geduscht und wieder fit machen wir uns auf den Weg in das herzige Städtli. Garantiert ohne Velo, weil die würden es auf dem Pflastersteiß sowieso nicht überstehen.
Wir zeigen euch Trinidad. Das ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Sozusagen ein Freilichtmuseum. Die spanische Konie... Wie sagt man? Kolonialstadt. Kolonialstadt. Wir bräuchten irgendjemanden, der die klugen Informationen für uns übernimmt. Aber die ist. Jetzt kommt meine Info. Die heisst sie nämlich. 1850. Sie sind sozusagen stehen geblieben. Donnerröschenschlaf. Das sieht man immer noch, wie sie laufen mit Esel durch die Gegend. What? Und Pferder. Schaut euch das mal an. Para blanca la bandera. Con la luz de tu sonrisa. Aquí. Sigue la lacra. La entrañable transparencia. De tu querida presencia. Comandante. Aplauso. Che Guevara. Da sind wir auf dem Hauptplatz von Trinidad, also das Zentrum des Geschehens. Okay, wir hatten schon ein paar Mojitos. Wenn es viele Leute hat auf einem Platz, dann heisst das entweder, es läuft kubanische Musik oder es hat einen Internet-Hotspot. Und da ist beides der Fall. Da hat es extrem viele Leute gehen. Okay, wir brauchen doch schon wieder eine Pause. Wir trinken den typischen Trink von hier. Er heisst Gazatsch. Heute haben wir es mit dem Versprecher. Keine Ahnung, wie er heisst, aber es ist Honig, Limettensaft und Rum natürlich. Lecker, zum Wohl. Also ich bin ja mega Fan von Trinidad. Ich finde das so ein cooles Städtchen und es hat so einen Drive. Der Kilian hingegen, sein Kommentar war, als ich gesagt habe, es ist schon ein recht cooles Städtchen. Sagt er einfach, es hat mir zu viele Ola-Typen. Also zu viele Typen, die irgendetwas verkaufen am Strassenrand und freundlich grüßen. Brauchen Sie ein Taxi? Ich finde das freundlich. Hallo? Vielleicht haben Sie es bemerkt. Die Aufmerksamen und euch haben es ganz sicher gemerkt. Wir haben etwas vergessen. Wir haben etwas ausgelassen, sozusagen. Wir haben es eigentlich absichtlich weggelassen. 100? Flock 100 haben wir einfach weggelassen. Wir haben Angst vor der grossen Zahl, die ist so... Irgendwie ist es so fertig dann. Es fühlt sich so fertig, final. Das letzte Mal an. Vollendet. Und wir haben gefunden, nein, wir wollen lieber nochmal 99 machen, bevor es 100 kommt. Dann fangen wir jetzt mit Flock hoch 2 wieder bei 1 an. Oder mittlerweile sind wir ja schon bei 2. Und wir freuen uns, wenn wir weiterhin dabei sind. Und irgendwann sind wir dann so weit für das 100. Irgendwann sind wir bereit. Ja, was wir wollen sagen, Kuba ist wirklich etwas, was man auf Top-10-Listen machen muss, wenn man um die Welt reist, finde ich. Wir sind absolute Kuba-Lovers. Das ist einfach ein Highlight. Das ist einfach verrückt. Crazy. We love it!